Hallo zusammen, ich habe hier eine 200 Ah 12 Volt, 12,8 Volt Untersitzbatterie. Das ist ein Bürstner Wohnmobil und der Sitz hier, der liegt jetzt weg. Der ist hier angeschraubt mit 3, 4. Und auf der anderen Seite genau gleich viel Schrauben. Den müsst ihr lösen, dass ihr hier irgendwie dazukommt. Die Batterieabdeckung, die kommt hier drauf. Die muss man hier ein Stück ausfeilen. Weil sonst jetzt bei den dicken Kabeln, das sind 2x16 Quadrat Kabel, die hier kommen, drunter passen. Aber sonst in Ordnung. Wir haben hier noch Platz für einen 100 Watt, 1000 Watt Wechselrichter, der 1500 Watt von Edecoa geht zum Beispiel hier nicht rein. Man müsste sich ein bisschen umschauen, ob ein größerer Wechselrichter hier reingeht. Dann hätte ich den Vorteil, ich hätte von hier relativ kurze Kabel bis auf die Batterie. Original ist die Batterie befestigt. Habe hier ein bisschen Sauerei, aber das gehört bei mir. Wer mich kennt, weiß, dass es ein Chaos ist. Ist das mit dieser Klemme befestigt? Das geht jetzt bei der Liontron Untersitz nicht. Was wir machen, wir haben hier eine Spanngurte unten durchgezogen. Und die müssen wir aber hier runterziehen, weil oben hat sie vermutlich keinen Platz mehr. Aber das schauen wir uns dann noch genau an. Ja, das ist es aus diesem Bürstner Wohnmobil. Wir sehen, was das hier ist. Bürstner. Ja, Liontron eingebaut und somit unabhängiger. Ich wünsche euch, nee, die Batterie müsst ihr bei mir bezahlen. Der Einbau ist gratis, also jetzt noch im Winter. Wahrscheinlich bis Ende Februar bauen wir euch die Batterie zum Nulltarif ein. Hier zeige ich euch zwei andere Batterien und klar könnt ihr mir ein Abo wieder da lassen und ich wünsche euch einen schönen Tag.